Ich bin Marie, die Winterwetterfee. Und ich bin Andreas und das ist dein neuer Schlitten. Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich weiß, Sie haben jetzt Marie erwartet, aber Marie ist leider krank, liegt im Bett mit einer schweren Erkältung. Deswegen mache ich heute die Vertretung. Ich bin Max. Und ja, wie Sie sehen, ich bin hier schon im Freien. Milde Temperaturen, wir sind hier im großen Garten und wie Sie sehen, kein Schnee weit und breit. Und die Frage ist natürlich, wo ist der Schnee? Was macht das milde Wetter? Was soll das? Und deswegen fragen wir eine wahre Expertin. Das ist nämlich die Frau Reinfried vom Umweltamt. Guten Tag, Frau Reinfried. Guten Tag, Max. Und die Frage ist, Frau Reinfried, wie schätzen Sie das Jahr ein? Es war doch sehr mild, oder? Das Jahr 2015 hatte temperaturmäßig wieder einiges zu bieten. Wir hatten einen sehr milden Winter, also 2014, 2015. Der Frühling war viel zu mild und der Sommer war erheblich warm. Wir hatten den drittwärmsten Sommer in Dresden. Wir konnten einen neuen Temperaturrekord in Dresden-Klotzsche messen mit 37,4 Grad. Wir hatten die höchste Anzahl an heißen Tagen seit 1961. Es war auch deutlich zu trocken, den ganzen Winter, Frühling und Sommer. Das haben bestimmt viele gemerkt. Der November war der zweitwärmste bisher, also einige Temperaturrekorde. Einige Rekorde und Sie wissen das so genau, weil Sie so genau messen können. Und womit Sie messen, sehen wir hier. Das ist eine Wettermessstation als Expertin, weil Sie ja sozusagen die Wetterdaten auslesen auch. Erklären Sie doch mal, wie funktioniert das hier? Wo kann man jetzt hier sozusagen das Wetter rauskriegen? Also hier oben wird die Temperatur und Feuchte gemessen, standardmäßig in 2 Meter Höhe, unter einem Strahlenschutz, um den direkten Sonneneinfluss zu vermeiden. Hier vorne befindet sich der Niederschlagstopf zur Niederschlagsmessung. Der ist auch beheizt, um den, falls es den Schnee geben sollte, diesen zu schmelzen und den Flüssigwassergehalt zu messen. Jetzt aktuell heizt der wahrscheinlich gar nicht, ne? Zurzeit ist es viel zu warm, da springt die Heizung gar nicht erst an. Und hier oben, das ist noch ganz interessant, hier wird die global einfallende Sonnenstrahlung gemessen. Die ist natürlich wichtig für die Energiewirtschaft, aber auch um Behaglichkeitstemperaturen berechnen zu können. Ja, vielen Dank, sehr interessant. Dann kommen wir vielleicht mal zum aktuellen Wetter. Es ist ja offiziell Winter, aber wir sehen ja keinen Schnee, es ist nicht mal kalt. Wie erklären sich das? Wie kommen die milden Temperaturen aktuell zustande? Also aktuell ist es wirklich deutlich zu mild. Wir hatten nur 3 Jahre, in denen es ähnlich mild war. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Das liegt an der momentanen Witterung. Wir liegen in einer Südwestströmung, also ein großes Hochdruckgebiet befindet sich über Süd- und Osteuropa. Und das lenkt die Tiefdruckgebiete Richtung Skandinavien, dass also Deutschland genau in der Südströmung liegt und somit subtropische Luftmassen immer wieder über Deutschland strömen und es dadurch viel zu warm ist. Subtropische Luftmassen klingen jetzt nicht gerade nach weißer Weihnacht. Gibt es da noch irgendwelche Chancen für uns? Ich vermute nicht. Okay, wahrscheinlich müsste man auf den Fichtelberg gehen, oder? Wahrscheinlich wird es auch da nicht reichen. Oh, ja, liebe Zuschauer, das tut mir natürlich auch leid, aber vielleicht für die nächsten Tage schauen wir mal, was da so geboten ist. Am Freitag wechseln sich in Dresden Sonne und Wolken ab. Es bleibt weiterhin frühlingshaft mild bei maximal 11 Grad. In der Nacht wird es nicht kälter als 6 Grad Celsius. Der Samstag beginnt ebenfalls mit vielen Wolken. Nachmittags setzt sich die Sonne durch und sorgt für einen freundlichen Tag. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 10 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf bis zu 7 Grad zurück. Jemand zu Hause? Eher nicht. Liebe Zuschauer, Sie sehen, der Winter ist nicht zu Hause. Der Winter ist dieses Jahr eher flop, muss man sagen. Top ist natürlich, dass ich Winterwetterfee-Moderation machen darf. Flop natürlich, dass Marie zu Hause krank im Bett liegt. Von daher wünschen wir gute Besserung. Ihre Tops und Flops der Woche sehen wir morgen, wenn es wieder heißt Top und Flop. Bis dahin.